Und willkommen wieder zurück zu noch mehr Skyward Sword HD. Und zwar geht's direkt wieder ohne Umschweife, ohne langes Gequassel zurück in den Himmel. Ab in die Werkstatt, den Köcher vergrößern und dann sofort wieder an Bord der Sandgaleone mit unserem richtig geilen heiligen Bogen. Let's go! Und ich habe mir ein bisschen was zu knabbern geholt. Bisschen ASMR. So, jetzt aber mal ganz schnell hier. Hi. Hey, wie geht's denn, Trapo? Ich will alles verbessern, Mann. Ach so, ja, na klar, hier. Köcher verbessern? Ja, bitte. Kostet nur 50 Rupien, ist ja nix. So, hier. Okay. So, ich bin fertig, das gehört dir. Oh yes. Du hast den mittleren Köcher erhalten. Mit ihm kannst du 10 weitere Pferdebälle tragen. Nutze ihn, wenn du häufig deinen Bogen einsetzen möchtest. Und ja, das werde ich auch. Sag Bescheid, wenn ich wieder verbessern soll. Tja, und wie gesagt, jetzt... ein Finsterhalbmond und 2 Monsterhörner zu wenig. Dann gäbe es noch den großen Köcher, wo 15 Pfeile extra reinpassen. Aber das muss jetzt auch mal reichen. Wie ich genau einen goldenen Schmuckschild habe, den ich hier brauchen würde. Aber ja. Vielleicht irgendwann mal. So, okay, vielen Dank, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und jetzt will ich doch nochmal ganz kurz bei Terry vorbeischauen. So, jetzt kann ich wenigstens 30 Pfeile tragen und habe den richtig geilen heiligen Bogen. So, Ding Dong. Hallo. Hallo? Wird sich wieder nicht festhalten, der Trottel. Ich glaube, ich kaufe mir die jetzt einfach. Und dann habe ich alle Taschen, ne? Ich kaufe mir jetzt die letzte Zusatztasche. Aber das Herzteil kostet ja noch mehr, ne? Also die... Insektmedaille kostet 1000, die kaufe ich mir, glaube ich, ganz zum Schluss, weil das ist total unnötig irgendwie. Wie gesagt, Herzteil kostet 1600. Das könnte ich mir theoretisch auch leisten, aber will ich jetzt noch nicht. Oh! Vielmehr interessiert mich hier die Zusatztasche für 1200. Also gut. So, du hast deine Abenteuertasche vergrößert und kannst eine weitere Seite mit dir führen und damit haben wir alle Slots in der Tasche freigeschalten. So, diesen Kopf werden sie nicht bereuen. Das will ich auch hoffen. Das war nämlich ganz schön viel Cash. So. Jetzt haben wir das wenigstens endlich. Jetzt habe ich den maximalen Platz für Items in der Tasche. Nein. So, was tue ich mir denn da jetzt noch rein? Vielleicht noch eine Medaille oder? Warte mal, ich mache den Köcher mal hier unten hin. Dann habe ich hier unten links große Bombentasche, unten rechts den Köcher, dass das so ein bisschen schön aussieht. Ich könnte mir noch mal eine Flasche reintun oder eine Medaille, Herzmedaille. Die gehen ja wieder mehr Herzen, sind ja auch blöd. Ich glaube, ich nehme mal wieder die Feenflasche, nehme ich mir doch wieder zurück. Dann habe ich wenigstens 2 Feen. Also da kann jetzt eigentlich nichts passieren. Würde ich mal sagen. Naja, vielen Dank und so. Tschüss.
Alter, ich weiß gar nicht, wie oft man die anquatschen musste, bis man endlich die Quest kriegt. Da muss man sehr oft das Itemlager nutzen, nämlich. Und das geht nur immer nicht. Da muss man sehr, sehr häufig das Itemlager immer mal wieder benutzen. Und irgendwann reagiert sie dann auch drauf und denkt sich so, oh, jetzt bist du schon wieder hier. Und dann gibt es noch eine Quest mit dir. Mit der Tante aus dem Itemlager. So. Das war's erstmal wieder mit Questen. Jetzt geht's wieder zurück aufs Schiff. Zurück auf die Sandgaleone. Jetzt machen wir den Rest mit unserem geilen heiligen Bogen. Also, ob ich jetzt den Eisen- und Holzschiff nochmal verbessern werde, weiß ich nicht. Da kann man sich jetzt streiten, ob das zu 100% zählt, aber das kann ich immer noch später machen. Im Moment habe ich ja eh schon den göttlichen Schild und der ist eh der quasi beste, den man upgraden kann. Aber vielleicht irgendwann später, wenn ich Bock drauf habe. So, also wir landen. Ja, hier gibt es noch Haus des Kapitäns, Werft, Piratenversteck, aber wir wollen ja Bootssteg. Ist der dieser Vogelstarter? Ja. So, Lampen. Da geht's sofort wieder an Bord. Schiff kann man das auch schön sehen. Kann man das sehen? So, schauen wir ablegen. Zur Sandgaleone. Ich kann es direkt. Ich kann sogar direkt die Sandgaleone anwählen. Muss ich nicht mal hinfahren. Da geht das automatisch. Zur Sandgaleone, bitte. Gut, ich bringe dich zu meinem Schiff. Und da sind wir auch schon wieder. Sandgaleone. Jetzt geht's hier endlich weiter. So, gleich mal den Bogen abfeuern und daneben schießen. Man kennt. Aha, guck mal, Stein der Zeit. Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dies ein Stein der Zeit ist. Ich empfehle, mit deiner Waffen ihn zu aktivieren. Er dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Oh ja, auf alle Fälle. So. Achtung und Feuer! Okay, das war jetzt aber fies. So, jetzt ist das ganze Schiff in der Vergangenheit. Das heißt, die ganzen Bockmins hier leben wieder. Die kann man jetzt richtig schön mit dem Bogen, hier mit dem heiligen Bogen, kann man die richtig schön wegsnipen. Ein Schuss und die sind tot. So, Headshot! Und stirb! Oh, Monsterschädel. Schnell, get it? Got it? Hab ich. Was tun da? Piss dich! Goldener Schiel, Schmuckschiel, Ehre. Die droppen ja doch mal was. So, und hier gibt es natürlich Pfeile. Du hast 10 Pfeile erhalten, du kannst mit deinem Bogen abfeuern, ihre Zahl ist begrenzt, also setz sie mit Bedacht ein. Aber ich habe ja jetzt sowieso den mittleren Kölcher, also ist easy. So, muss man aufpassen, die nehme ich auch von hier unten ins Visier, deswegen ich baller die einfach mal alle schon mal von hier unten ab. Diese Scheiße, da ist nämlich auch ein selber ein Sniper. Ein Bogenschütze und RIP. Man kriegt ja hier eh auch immer wieder Pfeile, aber trotzdem wollte ich mal den Köcher schon mal verbessern. Weil 20 Pfeile finde ich doch ein bisschen arg wenig und oh, warte mal, hat der ein Horn? Hast du ein Horn oder was? Der hat ja ein Horn dabei! Nice! Ah, du hast mein Horn geklaut! Und tot. So. Ja, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Warte mal, ich muss ja, genau, ich muss auf den Hauptmast rauf. Weil da war ja dieser komische Apparat, wo der eine Bockblind den aktiviert hat und dann ist der Stein der Zeit einfach in so einem Käfig drinne. Jetzt kann ich den nämlich nicht mehr aktivieren. Oder deaktivieren, je nachdem. So, Moment, Achtung. Komm her, und Bam Headshot! Wie die Fortnite-Kiddies immer sagen, hier, Bam Headshot!
Da ist ja doch jemand. Oder was macht denn der da oben? Tschüss, Mann. Immer gut aufpassen. Da ist ja noch einer. Wie der mich auch noch angeguckt hat und trotzdem ist er tot. Dieser Keck. Und kipp. Boom. So. Greifen und. So. Hier gibt es noch ein paar coole Rätsel jetzt mit dem Stein der Zeit auf dem Schiff. Mit dem Bogen zusammen. So, hier auch nochmal. Vor allem das Geile ist, dass halt hier automatisch rangezoomt wird, wenn ich den Knopf gedrückt halte. Dann kann ich leichter ziehen. Genau, zu 90% der Steinezeit, zu den anderen 10% ein ganz gewöhnlicher Stein. Also Pfeil ist immer so weird mit ihren Prozentangaben. Und in die Fresse! Dumme Sau, nicht anders verdient, so. Was zum? Hey! Und da ist er wieder. Ja, Stein. So, jetzt ist auch hier wieder offen. Hey Link, das hast du toll gemacht. Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt muss mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Da waren wir ja sogar schon mal. Ich hab Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. So, und warte mal. Hier war noch ganz cool... Auf welcher Seite war denn das jetzt? War das da oder war das... Ah ne, Blödsinn, andersrum. Das war hier hinten. Nicht sofort nach unten gehen, sondern erstmal gucken. Erstmal haben wir hier nochmal eine Möglichkeit. Achso, das war schon da. Okay, nochmal. Ey, so dumm, ey. Das war ja eh schon hier. Ja, dann geh doch da auch dran, du Keckweh. So, man kann nämlich hier hinten... sich mit dem Greifhaken ranziehen. Oder auch nicht. Wobei, ich kann auch hier landen. So, hier kann man eh stehen, kein Problem. So, hier war... Hier sind einfach nur Fässer. Ich glaube, es sind Pfeile meistens drin. Oder nochmal eine Fee. So, Folie. So, komm jetzt aber. Zack. Hallo. Hallo. Dankeschön. Sag mal. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Hallo. Danke für die Steuerung mal wieder. Ich liebe Scarlet Sword nicht. So. Und nämlich da unten hin. Guck mal, da ist nämlich einfach mal so ein... Ich sag mal, ein kleiner Geheimbereich auf dem Schiff. Bro, kannst du einmal dich da dranhängen, du behindertes Stück Scheiße? Oder was ist mit dir? Spring einfach runter. Ist ja egal. Das ist eh nur zum Hochkommen. So. Ich glaube, hier war nämlich ein Herz da drin, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Schiff, tatsächlich. Genau. Herzteile halten. Jetzt fehlt allein nur noch eines. Noch ein Herzteil, Leute. So, Herzteilzähler wird aktualisiert auf 15. Oh, es fehlen immer noch so viele Herzteile, Bro. Wo sind denn die alle? So, und hier... jetzt wieder eine Wand der Göttin. Jetzt kann man halt, wenn man den Bogen hat, versuchen, einen Pfeil zu zeichnen. Dann kriegt man halt Pfeile. Aber ein Pfeil in einem Stück zeichnen war auch ein bisschen komisch. Warte mal, wie ging das nochmal? Also erstmal hier so, Himmelsstrahl aufladen und dann... Also, muss quer sein. Wie? Man muss irgendwie einfach so versuchen, so ein Dreieck zu zeichnen. Also hier erstmal so eine lange Linie. Eine lange, halbwegs gerade Linie. Dann irgendwie so eine Pfeilspitze-Dings. Was soll das sein? Wie soll man einen Pfeil malen? Das waren doch keine Herzen. Ey, das Spiel ist einfach zu behindert, das zu erkennen, ganz ehrlich. Die Wände der Göttinnen sind auch so trash.
weil das nie richtig erkannt wird. Das waren noch keine Herzen. Das war ein Pfeil. Du scheiß Spiel. Wozu gibt es dieses Feature, wenn das nicht richtig vom Spiel erkannt wird? Ich verstehe es nicht. Das ist doch schon wieder kompletter Müll. Letztens auch habe ich versucht, einen Triforce zu zeichnen. Das Spiel dachte sich, nö, das sind Bomben. Das ist ein Kreis, also kriegst du Bomben. Das ist doch kein Triforce. Das war eindeutig eins. Also wieder mal danke für nichts. Wozu gibt es diese dämlichen Dinger? Auch wieder so ein komplettes Trash-Feature in dem Spiel, was nicht richtig umgesetzt ist. Naja, was soll's. Na, schon speichern. Und da geht's wieder unter Deck. So, jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen. Es ist, ja gut, hier gibt's das auch wieder. Oder habe ich den Pfeil falsch gezeichnet? Ich weiß ja nicht, was das Spiel von mir will. Offensichtlich will das Spiel von mir einfach nicht. So, die ganzen Gegner leben natürlich wieder. Sollte klar sein. Zum Beispiel... Oh ja, warte mal. Die kann ich jetzt aber auch mit dem Bogen... schön... fisten. Also jetzt sind die echt kein Problem mehr. Diese dummen Elektro-Boblins. Headshot und tot. Brauche ich die überhaupt nicht mehr eins gegen eins kämpfen. Es sei denn, Pfeil geht mir jetzt gerade auf den Sack. Da habe ich die schön in den Bauch geschossen und tot. So. Mann, Pfeil, was willst du? Gebieter, ich empfehle dir, nach oben zu sehen. Ah, cool. Durch die Öffnung in der Decke kann man den Stein der Zeit sehen, der sich an Deck befindet. Ja, brauchen wir jetzt auch ganz kurz. Moment. Deswegen ist das hier auch schön offen und zack. Oh, es ist wieder Gegenwart. Denn wir leben ja in der Gegenwart. Sagte einst ein gewisser deutscher Streamer und YouTuber. Denn ich lebe in der Gegenwart. Und da ist endlich die Karte, Mann. Jawohl. Endlich Le Map. Sehr schön. Ach ja, und hier ist der Ausgang. So, jetzt weiß ich gar nicht. Muss es jetzt Gegenwart bleiben? Ich glaube, ich mache erst wieder Vergangenheit, oder? Ich mach wieder zurück. So. Aber jetzt ist hier nämlich eine Tür offen. Und hier drin. Headshot und Headshot. Die sollen mir bloß nicht zu nahe kommen. So, wie war denn das jetzt nochmal hier? Jetzt ist hier Elektrizität. Da ist eine Maschine drin. Wie war das denn nochmal genau? Ich muss erstmal den Block hier bewegen. Das ist nämlich nicht umsonst ein Rettungsboot. Das brauchen wir. So. So, hier. Mal aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Bei einer Stelle ist nämlich einfach nur Water. Bei der anderen ist ein kleiner Balkon. Also besser gesagt eine Leiter. So, schwupps. Und hier geht's ins Innere vom Schiff. In den Maschinenraum. Das hier ist der Maschinenraum. Hier ist aber leider zu, das geht nur von der anderen Seite auf. Und hier ist an sich aber auch vor allem noch kein Strom dran. Ne? Hier bewegt sich nichts. Es ist kein Strom im Schiff, also nicht komplett. Jedenfalls nicht im Maschinenraum. Oder der steht einfach direkt über mir. Der sieht mich nicht. Ist der dumm? Ist der blind? Der sieht mich gar nicht. Richtiger Spacken.
So. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, dass der Maschinenraum wieder Strom kriegt. Deswegen sind auch hier diese Generatoren. Jetzt muss ich aber... Wieso ist jetzt hier eigentlich wieder... Achso, weil da oben... Ja, ja, okay, okay. Hab schon verstanden. So. Ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht so richtig. Wir gehen jetzt erstmal komplett nach unten. Das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht mal möglich. Die anderen Türen sind nämlich immer noch alle zu. Ja, das ist alles noch zu. Das geht sowieso erst später. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal der Crew helfen, die da eingesperrt sind. Deswegen gehen wir erstmal ganz runter zum Kerker. Bam Headshot, hä? Für Fortnite. Sagte niemand jemals, der nicht komplett mega cringe ist. Eins. Zwei. Und drei. Keine Chance. So, und hier? Die Tür lässt sich nur ohne, also ohne Schlüssel nicht öffnen, ist ja klar. Also da drin ist ja natürlich logischerweise dann die Flamme. Iris Flamme. Aber bis wir die haben, dauert's noch. Da dauert's noch ein bisschen. So, oh mein Gott. Double Headshot. Wie bist du als Mensch eigentlich hier reingekommen? Schön, dass du gemeinsam mit dem Kapitän gekommen bist, um uns zu retten. Aber solange dieser Elektrozaun in Betrieb ist, kommen wir hier nicht heraus. Dammit. Ach so, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Ja, da stehen wir genau drauf. Das war der eine Bock, den wir vorhin gerade gesehen haben. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Doch um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. An diesen zwei Orten befindet sich Stromschalter. Hilf uns! Gut. Jetzt wissen wir ja Bescheid. So, hier waren wir ja schon. Waren wir da schon drin? Kartenmäßig? Ah ja, hier war ja die eine Truhe mit dem Schlüssel. So, hier, dann ist schön Aura der Flamme. Und hier, guckt euch mal das hier an. Dieser Raum hier ist sehr interessant. Da sind einfach mal 5 Schatztruhen drin. Mit richtig nicem Stuff. Da werde ich noch später auf jeden Fall reingucken. Kann man richtig fett Beute machen. Ja, Pfeile auffüllen, sehr nice. So. Also wir müssen jetzt irgendwie Strom erzeugen. Auf dem Schiff.